Also wie gesagt, beim letzten Mal ein paar Fehler gemacht, deswegen muss ich das Level vielleicht nochmal neu starten. Aber ich habe noch eine Idee, die ich gerne mal versuchen würde. Erstmal muss ich mich ja wieder mit den Tasten zurechtfinden. Das kann heute auch nochmal einiges mal passieren, weil die Tasten so seltsam sind. Dass ich zum Beispiel schon wieder vergessen habe, wie ich kriechen kann. Genau, das ist mit X. So, und dann nochmal ins Inventar. Und hier hatte ich jetzt ja so ein paar Sprengstoffsätze. Auf CS ein Gas. Ah, das ist sogar noch besser. Führt zu Blindheit und unkontrolliertem Husten. Ist die Frage, ob das das ist, was ich möchte. Aber vielleicht kann ich sie dann mit dem Stab hier verkloppen. Das könnte vielleicht klappen. Dann tun wir mal den hier raus. Okay, probieren das mal damit. Also wenn gleich von der Steuerung her was schief geht. Kann passieren. So, dann würde ich nochmal gerne gucken, wie war das mit Quick Save hier? Wäre jetzt vielleicht nochmal ein ganz guter Moment. Nee, Controls. Nein, Keyboard, Maus, ja. Wie war das hier nochmal? Plus, genau. Okay. Der läuft entlang, der kommt da runter, alles klar. Und ja, meine Idee war jetzt, diese Dinger jetzt hier an die Wände zu platzieren. Vielleicht sollte ich hier mal verschwinden. Die an die Wände zu platzieren und dass wir sie dann damit ausschalten können und eventuell den anderen da hinten halt auch. Frage ist natürlich, wo geht er jetzt hin? Er geht da drüben hin. Das könnte jetzt vielleicht die Chance sein. Da bewegt sich aber schon wieder ein anderer. Der kommt hier lang. Okay. Was mir in diesem Spiel so ein bisschen fehlt, was es ja also jetzt in allen Spielen eigentlich gibt, ist dieses von hinten erledigen. Das wäre hier echt hilfreich. So, und jetzt können wir halt hier suchen, den hier. An die Wand zu tun. Hat das gemacht? Nö. Jetzt werde ich gleich entdeckt. Ah, Steuerung, Steuerung, Steuerung. Also nochmal probieren. Frage ist jetzt, wo ist er gerade? Was? Medikit activated, das wollte ich aber nicht. Ich glaube, ich muss erstmal testen, wie ich das hier mit in die Wand kriege, oder muss ich dafür stehen? Das kann ja auch sein. Ach, das Medikit. Oh, Leute. Ach ja. Einmal mit Profis. Auch interessant, wenn man schnell lädt, dann. Also jetzt kam der, glaube ich, gleich runter. Wenn man schnell lädt, dass er da nicht mehr in der Hocke ist. Hier musste ich jetzt erstmal warten. Bis der, glaube ich, runterkommt, oder? Kann zumindest sein. Ja, da kommt er. Wie gesagt, beim letzten Mal war ja noch ein paar Sachen drin. Da musste ich erstmal gucken, was ist das für ein Spiel. Und gelernt, okay, es gibt wenig Munition. Die Grundfunktion ist tatsächlich Schleichen nicht entdeckt werden, die Leute am Leben lassen. Man muss sie nicht töten. Das war jetzt riskant. I think we've got an Jetzt, ja, intruder. jetzt hat er mich. Aber so geht das. I guess it's taken out. Jetzt kann man aber gucken, was der so macht. Stay cool. Sehr gut. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Wenn ich da reinlaufe, ist natürlich auch mein Problem, ne? Ja. Sie aktivieren den Alarm.
Ah, okay, aber das setzt sie halt nur kurzzeitig außer Gefecht. Die Frage ist, ob sie dadurch Schaden nehmen. Wahrscheinlich nicht. Und hier habe ich ja auch nicht mehr so viel Schuss. Könnte ich versuchen, da noch vielleicht doch damit zu erschießen. Aber zielen ist halt schwierig. Ich glaube, das Level muss ich tatsächlich auch mal machen. Außer man probiert, den Alarm auszulösen. Ich habe ja noch eine Granate, habe ich ja noch. Die hier, eine LAM habe ich ja noch. Oder LAM. Dass man die gewinnbringend einsetzt. Dass man die... Ja, so nicht. Dass man die hier an die Wand setzt. Aber ich muss ja auch wieder zurückgehen. Dann bin ich ja auch dran. Stopp doch mehr von. Ach, ich hab wieder die ausgelöst. Was ist denn heute los hier? Ist das nur die Gasgranaten? Nee, ich denke mal, wir machen das nochmal von vorne. Also, dass ich davor versuche, weniger Leute zu erschießen. Kann ich das Level nochmal neu starten? Das geht natürlich nicht. Alles klar. Fangen wir nochmal von vorne an. Das hat er sich aber alles gemerkt. Das hat er sich nicht gemerkt. So, Computer hacken, das hat auf jeden Fall geholfen. Electronics. Ja, das sollten wir auch machen. Und dann ist die Frage Lockpicking. Dann würde aber nichts anderes mehr gehen. Ich könnte stattdessen aber auch zum Beispiel Medizin nehmen. Würde auch das Vergiften reduzieren. Schwimmen brauchen wir erstmal nicht. Oder man sagt, man trainiert tatsächlich doch... Nee, die Pistole, das ist zu viel. Ist sogar schon trained. Wow. Okay. Environmental. Armor suits, Camo und Rebreathers can be used slightly longer and more efficiently. Ist natürlich nett, aber ich glaube, wir nehmen dann doch eher Lockpicking. Ja, wir nehmen Lockpicking. Und probieren es damit nochmal. Your appointment def- das kennen wir schon. Okay. Heads up, JC. Your brother Paul is on his way to meet you at the dock. The NSF is raiding the island and shots have been fired. I repeat, find Paul. I will monitor your situation from HQ. Machen wir. Welcome aboard, Agent. Kann ins Wasser möglich? So, hallo. Ich überspringe das mal, weil wir es ja schon gesehen haben. Und jetzt habe ich gesehen, ist die Mini-Armbrust deutlich besser. Sometimes you've got to make a silent takedown. Good thinking. With these tranquilizer darts, you'll have another non-lethal way to take down an enemy in addition to the prod. I get the idea. I'm going. Okay. I'll see you. Your primary objective is to make sure. Alles klar. So, gucken wir nochmal rein. So, wir haben jetzt hier das auf der 1. Dann haben wir hier Riot Prod. Charger, 8 Rounds. Okay, das ist vielleicht nicht schlecht. Dann einmal die Granate. 10 mm Munition, okay. Aber auch nur ein einziges Mal. So, und den hier brauchen wir dann natürlich auch im Inventar. Den lege ich mir mal auf die 5. Den Crossbow. Flare Dart. So, dann haben wir jetzt hier. Die hier machen keinen Schaden, die betäuben lediglich. Und die hier, weiß ich nicht, ob die dann auch tatsächlich tödlich sind. Wir haben jetzt die ausgerüstet, das können wir erstmal machen. Achso, und ansonsten haben wir hier, glaube ich, hier nur noch das Bild. Da haben wir nicht ein Bild bekommen.
wundert mich aber gerade echt. Ich dachte, wir hätten das Bild bekommen. Okay, damit können wir wohl auch was nachladen. AUX haben wir hier auf F12 Licht. Ansonsten nichts. Skills, die wir eben ausgewählt haben. So, der NSF scheint den Angriff aus der Statue herauszuführen. Dringen Sie die Statue ein und orten Sie den Feind. Nebenziele treffen Sie den Unecto-Informanten Harley Philbin an den nördlichen Docks. Er hat den Schlüssel zu den Türen der Statue. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Die habe ich dann letztes Mal noch gar nicht benutzt. Und einer der besten Agenten der Unecto wird in der Statue festgehalten. Befreien Sie ihn. Anschließend gibt er Ihnen Rückendeckung gegen die NSF. Das wäre Gunther. Das wäre natürlich schon mal ganz gut, wenn wir den dann tatsächlich rausholen können. NSF everywhere, JC. Your orders are to shoot on sight. A UNATCO informant on the North Dock can get you inside the statue. Look for a bomb. Identify yourself with the phrase iron and copper. So, und das habe ich letztes Mal auch völlig aus den Augen gelassen, dass man hier ja auch mal so ein bisschen looten kann, ne? Das muss ich beim nächsten Mal auf jeden Fall, oder bei diesem Durchgang auch auf jeden Fall machen. Hier, da liegt einer rum. Jo, und dann geht es ja hier auch schon wieder so mitten rein ins Getümmel. Letztes Mal, wie gesagt, bin ich ja sehr Rambo-mäßig, oder habe ich es noch versucht? If you want to make a covert approach, remember the Academy stealth course. Stay out of their field of view, walk slowly to stay quiet, and crouch behind cover. Or if you have to get your hands dirty, remember that a headshot is a lethal takedown. Okay, hat geklappt. Bin schon mal hier. Ich werde auf jeden Fall Spiel speichern und das machen wir jetzt auch als Level 1. Safe. Ganz wichtig. Die werden wir als neutral, als verbündet angezeigt. Okay. So, wir müssen uns jetzt hier auf das Wesentliche konzentrieren. Ich werde auf jeden Fall wieder versuchen, hinten hier. Wobei eigentlich müssten wir uns da hinten lang schleichen. Das war leichter. Es war letztes Mal leichter, da hinten lang zu gehen, als hier entlang. Vielleicht wäre das ja schon mal eine ganz gute Sache, das so zu machen. Ich habe mal keine Ahnung gerade, wo die Leute sind. Da kommt einer. Kann ich mich hinter dem Baum verstecken? Oh, da kommen sogar zwei. Und der kommt hier in meine Richtung. Das fängt ja schon wieder gut an. Who's there? I think the law's on us. I got this one. Hat er mich gefunden? Ich stehe unter dem Baum, du siehst mich nicht. Oh, der schießt. Ja, aber natürlich kein Quicksave, sondern Level 1 Load Game. Jawohl. Muss ich jetzt hier warten, bis die beiden an mir vorbeigelaufen sind. Und habe ich jetzt eigentlich die Karte? Nö, ich habe die Karte nicht. Das scheint mir eher ein Bug zu sein. Letztes Mal hatte ich doch die Karte und er hat ja auch gesagt, hier hast du eine... Naja. Müssen wir ohne Karte klarkommen. So hilfreich war sie letztes Mal auch nicht. Dann, wenn die gleich hier beide langlatschen, dann wäre es vielleicht ganz gut, hier hinten lang zu gehen. Da kommt nochmal eins. Und dann gehen wir da hinten hinter die Kiste. Könnte vielleicht ganz gut sein. Da kommt nochmal zwei. Dann hoffe ich mal, dass das... Oh ne, der guckt ja auch noch in die Richtung. Oh, und der kommt wieder. Der geht nach da hinten. Das kann er gerne machen. Und wo ist der andere hin?
Der verschwindet in die Richtung. Alles klar. Du bleibst jetzt hoffentlich erstmal in die Richtung weiter, dass ich da zu den Kisten kann. Das wäre mir ganz lieb. Beziehungsweise vielleicht kann ich ja sogar noch ein Stückchen weiter gehen. Ja. Dahinter verstecken. Oh, jetzt kommt er, 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 jetzt kommt er. Who was that? I didn't see a uniform. Nein, hast du nicht. Ich bin gar nicht da. All clear. Sag ich doch. Okay, da steht er jetzt. Genau, dass man sich jetzt von hinten anschleichen könnte und pauz. Oder geht das damit? Dem Charger. Vielleicht geht's was auch mit dem Charger. Müsste man nochmal testen. Auf jeden Fall wäre es jetzt ganz gut, nochmal zu speichern. Okay. Passt. Und da oben ist Loot. Muss man natürlich auch wieder einen guten Moment finden. Da läuft irgendwer lang. Da hinten läuft einer. Da muss man hier natürlich jetzt auch den Moment abpassen, dass man hier über die Kiste da hochklettert, lootet und sich dann direkt dahinter versteckt. Mal gucken, der geht da in die Richtung. Vielleicht ist jetzt sogar schon dieser Moment. Können wir uns auch erstmal... Oh, ein Multitool. Sehr cool. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das nehmen wir doch mal mit. Hier hinten war es, glaube ich, relativ gut. Jetzt ein bisschen Angst, dass der da hinten wiederkommt. Das ist vielleicht ganz gut, einmal ein bisschen lauter zu laufen. Da ist auch wieder einer. Jetzt hier mal im Schatten. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt hier ganz im Schatten uns soweit versteckt, als versteckt zählen oder nicht. Das weiß ich nicht. Ist auch die Frage. Oh, da stehen sogar zwei Typen rum. Hm. Oh, ich weiß jetzt nicht, dass gut geht. Ich speichere mal. Vielleicht kann man jetzt hier rüberlaufen. Da stehen ja auch Leute. Ist halt auch mal die Frage bei jetzt so offenen Gebieten, wie weit sie gucken können. Da hinten müssen wir nicht hin. Runter nochmal. Da gab es jetzt nur auch das Passwort. Wobei wir das gar nicht zwingend brauchen, weil wir uns ja auch durchhacken können. Jetzt ist die Frage, kann ich jetzt hier rüber huschen, ohne dass die mich sehen? Da kommt gleich einer lang marschiert. Ich muss es ausprobieren. Sieht aber soweit ganz gut aus. Hier macht jetzt irgendwas Geräusche, ich weiß nicht was. Aber auf jeden Fall sind wir ja gleich hier unten. Das ist schon mal ganz gut. Ah, da ist so ein Typ. Da war da irgendwie was zu looten da oben? Nee, da. Was will mir das Geräusch sagen? Man weiß es nicht. Doch hier. Locked. Ah, ich habe kein Lockpick dabei. Okay. Das müssen wir uns vielleicht nochmal merken, dass hier gegenüber von dem Untergrundding, Kellereingang, sage ich mal, dass da noch
was zu holen ist, wenn man ein Lockpick hat. Also wir hatten ja irgendwie eins gefunden im letzten Stream, in den letzten Folgen. Könnte sich ja vielleicht lohnen, da nochmal wiederzukommen. So, und jetzt ist, glaube ich, ein ganz guter Moment, hier nach unten zu gehen. Oder auch nicht. Ich habe eben Schritte gehört. Ich hoffe, hier unten ist kein... Da unten ist natürlich einer. Shit. Das wird schief gehen. Ist die Frage, ob wir da unten nochmal rein wollen. Das Passwort müsste ich noch irgendwo haben. Das könnte ich gleich nochmal nachschauen. Ansonsten war unten nicht so viel, glaube ich. Der Anzug, den man halt brauchte. Aber ansonsten... Okay, der bleibt da unten. Dann würde ich das Risiko erstmal nicht eingehen. Da ist eine Ratte. Ich glaube, hier läuft auch noch einer rum. Ne? Oh. Ich stehe ja nicht gut. Da hinten ist nochmal eine Kiste mit Loot. Ja. Ist das der von unten? Nein, das ist nicht der von unten. Das ist ein anderer. Hatte ich eben Glück. Ich glaube, unten war wirklich nur das Passwort. Das müsste ich noch irgendwo notiert haben. Ist das denn Cheaten? Wir können auch hacken. Hacken wir uns dann rein. Dann. Aber ansonsten war es letztes Mal, glaube ich, recht ernüchternd da unten. Muss ich da durch? Kann ich seitlich durchgehen? Upsi. Ich könnte den da unten natürlich auch abschießen mit meinem Bogen, aber ich würde gerne so jetzt doch versuchen, so sparsam wie möglich mit der Munition umzugehen. Das wäre mir ganz lieb. Wo gehst du jetzt hin? Die da hinten sind, glaube ich, keine Gefahr. Geht er jetzt immer links um den Block rum? Bleibt da stehen. Geht nach rechts weg. Das kommt mir sehr gelegen. Ah, da kann man hoch. Okay, Beilung. Hier ist eine Leiter. Good thinking. You might be able to avoid some of the security by entering this way. Das scheint sogar ein offizieller Weg zu sein. Your hands are full, ja. Nein. Wie kann ich denn Sachen ablegen? Ich brauche dafür doch sicherlich keinen leeren Gegenstand, oder? Settings, Keyboard, Maus, Turn left, right, jump, crouch, Mouse, lock, look up, look down, center down, bla, put, Away Item. Backspace ist die Frage, ob das jetzt das Richtige ist, was ich möchte. Es ist das Richtige. Okay. Jetzt kommen ja noch Jump'n'Run-Einlagen dazu. Ich schaue mir das hier auf jeden Fall mal an. Ja. Habe ich ihn gespeichert? Weiß ich gar nicht. Ein bisschen Angst, weil ja hier jetzt die Leute noch alle rumlatschen. Deswegen mal schnell wieder hoch. Die Frage ist, wie kommt man da rüber? Okay, ich glaube, ich warte mal eben, bis der da hinten weg ist. Meine Güte. Kann doch nicht so schwer sein. Okay, der geht gleich nach rechts weg, genau. Komme ich da nicht hoch? Ja. Leise und schleichen und so.
Oder muss ich den hier hochstellen, dass ich dann vielleicht noch ein bisschen rüberspringe? Ich habe es ja so auch noch nicht probiert. Ach, geht doch alles easy. Speichern. Ich möchte mir den Weg erstmal nur angucken. Das Ziel ist schon später wiederzukommen und dann hier reinzugehen. Okay, da gehen zwei Typen und da ist der Kopf der Freiheitsstatue. Das ist ja cool. Das ist schon schick. Okay, der kommt, glaube ich. Ich kann das gar nicht richtig erkennen. Kommt der auf uns zu oder geht der weg? Der kommt auf uns zu. Gut, aber dann brauchen wir diesen ganzen Spaß unten gar nicht. Kommt man hier direkt in die Statue rein. Das ist ja echt praktisch. Ich würde trotzdem gerne mit dem Typen nochmal da hinten sprechen. Der hat uns ja auch nochmal Informationen zum Ziel gegeben und einen Schlüssel. Das ist, glaube ich, schon recht wichtig, den da noch zu treffen. Wir merken uns mal diesen Eingang. Dann brauche ich mich nämlich da vorne mit den Sicherheitssachen nicht so abmühen. Jetzt warte ich nochmal eben, bis der weggeht. Beziehungsweise ich kann ja auch hier hinten... Nee, da nicht. Jetzt geht er weg. Oh. Fallschaden aus der Höhe gibt es netterweise nicht. Jetzt hoffe ich nur, dass ich natürlich dem Roboter nicht in die Hände laufe. Ah nee, das ist ja eh unserer da hinten. Genau. Das geht schon. Aber ich denke mal dann in der nächsten Folge. Macht's gut.